Tag Leute und herzlich willkommen wieder zurück auf meinem Kanal mit einem weiteren Killer-Video Dead by Daylight. Ihr wollt es so, ich will es so. Es wird mal wieder Zeit, die Killerkeule zu schwingen. Und heute gehen wir an den Start mit dem Geist. Und zwar habe ich hier noch gar nicht gelevelt. Doch ein bisschen. Level 9 habe ich gerade mal rausgeholt mit den letzten Blutpunkten, die ich noch zusammengekratzt habe. Und wir haben natürlich wieder mit Niemand entrinnt dem Tode. Das war das erste, was ich freigeschaltet habe. Und ich dachte mir, komm her, was Gutes mitnehmen will ich schon. Und dann noch ein Perk, dessen Namen ich mal wieder vergessen habe. Es geht darum, je weiter ich vom Gehängten, den ich aufgehuckt habe, weggehe, desto schneller kommt der Entitus und will ihn holen. Das fand ich auch cool. Und da ich ja sowieso als Geister mich dann doch unsichtbar mache und dann viel unterwegs bin, habe ich mir gedacht, ist das doch ein schönes Perk, was man benutzen kann. Mehr kann ich nicht mitnehmen, denn ich habe nur 2 freigeschaltet. Und ja, wir schauen einfach mal, was die Runde so hergibt. Wir wollen uns natürlich einfach mal durch alle Killer, die ich so in meiner Steam-Playlist habe, durchschnitzeln. So, mal gespannt, wie ich mich hier anstellen werde. Ne? Die letzten Runden liefen ja ganz gut. Jetzt ist es aber sehr spät. Das heißt, jetzt sind die absoluten Pros unterwegs. Und da fühle ich mich natürlich in irgendeiner Form angesprochen. So, man startet direkt im Dunkelheitsmodus. Okay, haben wir hier irgendwen drin? Habe ich hier nicht gerade wen gehört? Habe ich hier nicht gerade wen gehört, Freundchen? Oh Gott, ich bin schon so lange unterwegs und ich sehe keinen. Das ist doch schon wieder so. Ja. Guten Tag. Ja. Okay. Mädel Nummer 1. Wo sind denn hin? Hä? Na gut. Bin der Meinung, die ist da irgendwie reingegangen. Aber. Nee, so nicht. Komm. Da würde sie den Hit nicht kassieren. Ja, wo bist du hin? Wo bist du hin? Ja, da bin ich. Ah ja, du wolltest doch unbedingt. So, die andere will retten gehen. Das habe ich doch gehört, dass du da jetzt kommst. Ja, sowas lasse ich mir natürlich nicht nehmen, ne? Das habe ich gehört, dass die da im Haus war. Der gebe ich natürlich direkt eine mit. So. Was schenke ich dir? Den Vorsprung, denn da hinten habe ich erstmal nichts gesehen, was war. Ja. Gehst du hoch? Du gehst nicht hoch. Folgen wir mal direkt. Das Gefühl, es ist wer oben dran. Hä? Nee, doch. Ja, was ist das hier für eine Krähe? Die sind hier aber noch. Die sind hier irgendwo noch. Na, wartet, ich komme wieder. So, geheilt. Das hättest du gern. So. Ah, ist die hier mit ihrer Taschenlampe irgendwo in der Nähe? Die ist wieder da oben dran, verdrückt sich. Die lernt's aber auch nicht, die alte Hex. So, bitteschön. So, jetzt muss ich ganz weit weggehen. Die ist da oben.
Und dann tickert das schneller runter. Okay. Oh, ich bin echt dann vorbeigeglitscht. Du Trottel, du läufst mir noch rein. Oh Gott, er tut mir ja schon fast leid. Er tut mir ja schon fast leid. Und damit hat er auch noch sie verraten. Aber wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Da. Na komm. Na gut. Ist rechts rum, oder? Ich höre dich. Ich höre dich! Oh, was? Die Klinge der... Danke. Okay. Da habe ich sogar einmal ordentlich daneben geschlunzelt, ne? So. Wieder direkt in die Jagd gehen. Also sowas wie campen oder so. Nee, hasse ich. Hasse ich selbst wie die Pest, werde ich auch nicht machen. Wir wollen hier schön jagen gehen. Wir holen uns unsere Opfer. Hier ist er irgendwo. Ach, hier. Ach, das ist aber nett, dass sie vorbeikriechen. Das hätte ich schon wieder fast vergessen. Ach. So, perfekt. Die dumme Nuss, die alte. Tut mir leid, aber wer so dämlich ist. Oh, gehst du jetzt retten? Das war ja nice. Diesen Trick. Wie oft habe ich es versucht? Wie oft ist es in das Höschen gegangen? Auch du musst diese blutige Erfahrung machen. Aber die machen gut Gems, ne? So, höre ich hier unten wen? Okay. Ja, der ist echt schnell. So, geht ihr da runter? Ne, da hinten. Tut mir leid. Es tut mir ja nun wirklich leid, aber... Ja komm, ich lass dich liegen. Da sind wir mal nicht so. Okay, er springt runter. Hä? Ja, wo ist er hin? Wo ist er hin? Was? Hä? Wie hat er das gemacht? Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Er hat an mir vorbeigeglitscht. Na warte, du glitschiger alter Schrabbelfaddy, du. Ach komm ey, jetzt hebe ich sie auf. Ganz ehrlich, die liegt jetzt hier schon so lange rum. Ich meine, das ist ja irgendwann Gammelfleisch. Da kommen ja auch die Maden und sowas. Das ist ja auch unangenehm, ne? Das stinkt ja dann hier auf meinem Schlachthof so. Okay. Da unten ist wer dran. Wie komme ich denn da hin? Na? Okay. Ich hätte gedacht, dass die hier noch irgendwo ist. Die alte. So. Ah. Die Gens nicht gut verteidigt, sind wirklich komplett überall unterschiedlich. Der hier unten, den mache ich immer am liebsten eigentlich.
Weil er so sehr separat ist. Die nicht. Okay. Jetzt habe ich natürlich viel Zeit verloren. Ich habe das Gefühl, die wird hier unten wieder hingehen wollen. Den würde ich wieder machen, der war so weit. Okay. Sie will die Jagd. Sie kriegt die Jagd. So, Madame. Wo bist du hin? Da! Ja! Komm! Jump! Da bitte fire! Der Zaun des Todes! Der Zaun des Todes! So. Aber den Haken. Du altes Schlachtfleisch. So. Mal auf. Das Ding ist aus. Ja, also ich würde mal sagen, ne? Mein Perk-Bild geht auf. Das sagen hier andere bekannte Let's Player, wenn man mal sagt. Okay, keine Ahnung, was du genommen hast und wie das jetzt zusammenhängt, aber. Geht alles auf. Auf jeden Fall. So. War die hier nochmal dran? Tatsächlich, die war da nochmal dran, die alte Hex. Ich finde es schon krass, dass man wirklich im unsichtbaren Zustand sogar dagegen treten kann. So. Jetzt muss ich aufpassen. Hier wird die Luke kommen. Komm, gib sie mir. Gib mir die Luke. Sie ist hier nicht, ne? Scheiße. Ah. Am Höschen wegschnabuliert. Ja. 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 Lasst die Glocke des Todes läuten. Zack. Leute, wie geil. Wir als Geist. Es wurde aber auch Zeit. Die Jammerglocke zu schwingen. Ne? Die ganze Zeit habe ich als Survivor mal gejammert und jetzt kann ich endlich mal als Killer die Glocke schwingen. Sehr cool. Alter, der ist wirklich auch sehr stark, muss ich sagen. Der ist sehr, sehr schnell. Und ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass dieses sich wieder sichtbar machen länger dauert. Ich habe aber allerdings auch noch einen Zusatz genommen, dass es eben schneller geht. Ich glaube, das hier, oder? Können Entfernung, Richtung... Achso, das habe ich gemacht. Und das... Nee, habe ich nicht gemacht. Habe ich nicht gemacht. Aber das geht dann wirklich ziemlich schnell. Es dauert vielleicht so 1,5 bis 2 Sekunden. Naja, war auf jeden Fall cool. Die Map habe ich mir gewünscht, weil das hatte ich gerade freigeschaltet. Und ich dachte mir, nach Springwood kann man ruhig mal wieder hingehen. Des Weiteren haben wir auch noch dieses Emblem hier erhalten. Deswegen war eine geile Runde. Mich freut's, dass ihr mit dabei war. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Runde von Dead by Daylight. Ja. Yeah.